Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ich habe erst gerade gemerkt, dass mein Mikro nicht drin ist. Verdammt! Somit habe ich gerade Selbstgespräche geführt. Das ist auch toll. Jetzt habe ich Bambi in den Arsch geschossen und Bambi ist weg. Ach Mensch, Bambi, da komme ich noch nicht hinterher. Pass auf. Zimmer ich dir denn noch einen rein? Da auch nicht. Ja, ach, komm, lass Fall Fall sein. Wir gehen weiter. Was ich schon erwähnt habe und für euch jetzt nochmal erwähne, da ihr jetzt mich hören könnt. Oh Gott, nein, ah, fuck. Wir hatten ja eine Keycard gefunden. Jetzt stellt sich die Frage, für was ist die Keycard? Ist es für die Yacht oder halt für die Höhle, dieses geheime ja, Tor? Und das geht es jetzt herauszufinden. Lecker Pilz. Der war wohl nicht giftig. Und ja, jetzt gehen wir zur Yacht. Die war ja. Wo ist die Karte? Ja, genau, wir gehen ja gerade runter. Also nicht da, wo der Anker ist, so parallel davon in dieser Bucht. Da war, glaube ich, die Yacht. So. Und. Ja, was noch passiert ist, was jetzt glaube ich nicht sehen werdet, weil das nicht vertont war. Ich habe mich selbst ins Feuer gestellt. Kommt ja immer mal so vor. Und habe dann mit meine Rüstung ein bisschen kaputt gemacht. Darum musste ich so ein bisschen meine Reserve-Mutantenhaut und meine Reserve-Knochen benutzen. Und ich gehe falsch. Aber wenn wir hier sind, ein, zwei Fischi, Fischi, Fischi. Na, hier ist übrigens gar kein Fisch drin, ne? Ah, toll. Hier oben. Schiefe, schief. Da der Typ jetzt so viel futtert, müsste jetzt mir ja auch immer genug Nahrung haben. Aber hier ist kein Fisch, ne? Dover See. So. Dann gucken wir nochmal auf die Karte, damit ich ja die richtige Richtung einschlage, weil ich glaube. So, da lang. Jetzt war die Karte am besten mal offen. Für Leute, die immer falsch gehen. Ah, großer See. Enten konnten wir ja nicht schießen, das haben wir mal getestet. Aber auch hier kein Fischi. Weg. Also erstmal. Oh, jetzt hopsen sie oder was? Ah, der war zu langsam. Nee, 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 nee. Nicht die guten Pfeile. Nicht die guten Pfeile. Bahn. Sich drüber, drunter, ich sehe es nicht. Jetzt haben wir ihn. So, ein bisschen Futter auch gesammelt, ich weiß. Das ist Verschwendung, weil das Fell brauche ich nicht. So. Wieder falsche Pfeile. Glaub, kann man ja auch immer gebrauchen. Ja damit. Ja damit. Ja damit. Wo ist die Karte? Bisschen laufen zwischendurch. Müssten wir auch eigentlich irgendwie die Küste bald sehen und dann immer Richtung Küste. Ah, und Koffer sind unten noch offen. Bis auf der eine, da wird bestimmt so ein T-Shirt drin sein.
bin einmal im Kreis gelaufen, glaube ich. Runter. Ohne uns die Beine zu brechen. Ja, hier geht's doch. Schön ruhig. Das vom Ausflug schon, ne? Ganz normal in den Wald gehen. Kleiner Tümpel. Auch kein Fisch. Fische gibt es heute einfach nicht. Bin ausverkauft. Wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Das ist für Bären. Ja. Es nur die blauen. Da bin ich echt wählerisch. Nur blaue Bärchen. Wieder ein Tümpel. Gibt's hier Fisch? Nö. Gut. Ich glaube, die Folge nenne ich Wo sind die Fische? Nicht im Fluss und nicht im See. Oder ist Tümpel. Dass wir noch keinen Kannibalen gesehen haben, ist jetzt nicht so schlimm. Da trinke ich erstmal einen Kaffee. Hm? Vorzüglich. Heiß. Bitter. Köstlich. Und schwarz. Genau, wie meine Seele. Meint die Mathilde. So, ich gehe schon wieder irgendwie falsch, kann das sein? Kaninchen! Ach, wäre was gewesen. Aber ich glaube, hier ist jetzt endlich mal Wasser, glaube ich. Ist ganz schön neblig heute. In the Forest? Hatten wir selten so Nebel? Ah, da ist der verfickte Anker. Das ist ein mordsmäßiger Anker, aber dafür gibt es leider kein Schiff, kein Gegenpart, so, ne? Das muss echt so ein Kreuzfahrtschiff gewesen sein. Hier noch eine Dose oder so, ein Kochtopf, ja, schön. Rucksack. Oh, Tesaband, das nehmen wir mit. Der Anker ist echt schon riesig. Der, wie gesagt, das ist kein kleiner. Ah, so ein Hai haben wir hier auch. Im Wasser haben wir auch keine Haie gesehen bisher, ne? Also Waschbären, die es geben sollte, weil wir die brauchen ja für unsere Winterkleidung. Und Haie habe ich nie im Wasser gesehen, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich verwechsel das mit Raft. Gab es ja auch Haie. Aber ich habe das nicht gespielt. Ich habe es auch nur im Let's Play gesehen. Weil ich am Überlegen war, das auch mal zu spielen, aber die ganze Zeit auf dem Wasser war. Ein bisschen mal auf eine kleine Insel schwimmen ist nicht meins. Sah aber nett aus, ist eine erfrischende neue Spielidee gewesen. Ist ja jetzt auch, glaube ich, schon ein bisschen älter. Ist ja egal. Ich finde immer cool, wenn irgendwie die Entwickler sich was Neues ausdenken. Und nicht das 15. Assassin's Creed. Auch wenn die Idee ja nicht meins ist, aber ich finde immer sowas toll. Es ist irgendwie auch etwas, was ich glaube, was heutzutage immer seltener wird, dass die Entwickler mutig genug sind und halt andere Sachen mal einfach testen. Einfach mal was Neues. Geht natürlich ins Geld, weil könnte nach hinten losgehen, ne? Aber ich glaube mal, so bei Indie-Spielen kann man es machen. Aber die großen Entwickler interessiert das ja am feuchten Käsig. Die machen lieber das nächste schlechte Lizenzspiel oder den nächsten Teil von irgendwas. Ich sag gerade mal bei EA, ich will jetzt kein EA-Bashing machen, aber die haben natürlich ihre Sportspiele und die bringen einfach jedes Jahr denselben Käse raus. Passen mal vielleicht die Bundesliga-Listen an oder ein bisschen bessere Animationen, aber
grundlegend ändert sich das Spiel ja nicht und auch meistens die Technik dahinter nicht. Also ich glaube, die Technik ändert sich alle 2, 3 Jahre mal. Aber sonst kauft man eigentlich fast jedes Jahr dasselbe Spiel für dasselbe Geld. So. War gut, bei FIFA, die haben noch dieses andere System, wo man da, ich sag mal, Sammelkarten kaufen kann. Gucken. Hier gibt es eine Schildkröte. Wunderbar. Diese Sammelkartengeschichte, wo man seine, wo man diese Booster-Packs oder diese Spieler-Packs für 5 € kaufen kann. Gibt ja auch viele Leute und die das machen und da Spaß dran haben. Meins ist es jetzt nicht, aber EA verdient sich dadurch natürlich dumm und dämlich. Nicht mit dem Spiel an sich, aber naja. Ach, hier haben wir auch wieder Dosen, Druckluftflaschen. Wenn wir noch hier eine Dose gefunden haben, trinken wir noch mal gleich mal ein, zwei. Immer rein, dann essen wir noch mal was. So. Ach, hier können wir schlafen. Hier können wir nicht rein. Da können wir nichts aufmachen. Das Bötchen hätte ich gern mitgenommen. Geht aber auch nicht. Alkohol finde ich immer gut. Alkohol geht nicht. Warte. Können wir uns einen Molotow-Cocktail basteln? Oh oh. Ich habe Trinken gemacht. Scheiße. Na gut, da haben wir jetzt ein bisschen Alkohol getrunken. Oh, Geld. Nehmen wir mal mit, falls wir von der Insel wegkommen. Das Bild hatten wir, glaube ich, schon. So, dann müsste ich jetzt die Keycard nehmen, oder was? Wo war sie? Da. We have a Keycard. Und nun? Hm. Scheiße. Einfach davor packen? Muss ich da irgendwie interagieren? FE? Hm. Ist das echt die Keycard für die Höhle? Nicht, dass ich jetzt einfach hier jetzt denke, ich komme nicht weiter und ich kann sie einfach nicht anwenden oder so. Kann zum Öffnen von Türen benutzt werden. Ja, öffne die Tür. Sesam, öffne dich. Ach du Scheiße. Das ist es nicht. Verdammte Axt. Das ist dann echt diese Tür in der Höhle. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte echt gedacht, dass das die erste Schlüsselkarte, die wir finden, oder vielleicht gibt es noch mehrere, ich weiß es nicht. Aber von den beiden Orten, die wir kennen, hätte ich gedacht, es ist halt nicht die Schlüsselkarte für die Höhle. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass es nämlich erst für die Yacht ist. Dann haben wir die von der Yacht irgendwie irgendwo übersehen. Oder noch nicht gefunden. Weil ich denke mal, in der Nacht, in der Yacht wird nichts Tolles sein. Vielleicht eine neue Kassette oder ein Video. Ja, aber jetzt nichts, was uns weiterbringt, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass unser Sohnemann da ist. Das glaube ich nicht. An dem Kreuz hatten wir ja früher schon geguckt. Da konnten wir eine Kassette. Noch dabei. Ich glaube, da jetzt haben wir das Bild schon 4-mal oder so, aber ich glaube, an dem Grab war ich schon mal. Ich will die Kassette auch doppelt haben. Unterste 1. Ah ja, die haben ja verschiedene. Strange, Stärke, Hunting, Bejagt. Wir haben eine Kassette drin für mehr Energie. Na gut. Wisst ihr was? Die hören wir uns jetzt einfach mal an. Nein! Verdammt! Ist noch nur quasi. Wird da nicht wieder Energie her, oder? Wir rennen jetzt mal nach Hause. Hau
hauen uns wieder alles mit irgendwelchen Nahrungsmitteln voll. Und dann geht's in die natürliche Höhle. Wie in den 80ern. Walkman in der Hand und joggen gehen. Mann, ich habe das nicht erlebt. Ich hatte zwar als Kind einen Walkman, aber mit Kassettentape, sage ich mal. Aber da gab es schon bessere Dinger. Und ich hatte einen Discman. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was für ein Scheiß das Ding war. Mein erster Discman, den ich hatte, also eine CD, ne? So ein dickes, klobiges Teil gewesen. Und ich weiß jetzt nicht, wie der Schutz heißt, dass sie, wenn du dich bewegst, dass die CD nicht springt oder so. Und das hatte ich halt eben nicht. Das Ding konntest du nicht mit unterwegs benutzen. Also wenn du gegangen bist, 2 Meter, dann hat es immer, ja, ist gesprungen oder hat halt den Ton nicht so wunderbar wiedergegeben. Ich weiß gar nicht, wie das hieß, dieses Kacksystem. Hat er doch so einen Namen, ich hab's schon vergessen. Braucht kein Mensch mehr heute. Aber damals war man stolz, sowas zu haben. So. Was sagt die Sonne? War noch nicht am Mittelpunkt. Hier frisches. Ein Kanickelchen. So. Hat er jetzt auch das Frische hingelegt. Getrocknet. Getrocknet. Hohe Echse. Getrocknet. Okay. Was haben wir hier noch? Gammelfisch. Sieht noch der Trick? Jawohl. Ah, langsam gehen so meine Reserven zur Neige. Wir brauchen... Kein Fischi mehr. Hier haben wir noch Fischi. Da muss ich echt mal exzessiv jagen gehen. Da wird es echt schon dunkel. Ach, ich dachte, die Sonne wäre am Zenit. Ich versuche einfach mal, wir gehen einfach mal in die Richtung. Hey, tschüss. Sesam, schließe dich. Geh zu. Oh, Bärchen. Da gönnen wir uns nochmal ein, zwei. Aloe Vera nehmen wir auch mal mit. Kann ich nicht mehr mitnehmen, so ein Scheiß. Sind wir vielleicht krank oder so, dass ich es kurz einwerfen kann? Nö, alles gesund. Geistige Gesundheit bei 5%. Ja, das ist nicht gut. Aber egal. Nördliche Höhle, okay. Mucke an. Und weiter geht's. Oh. Komm her! Der Kreuze. Schnitzel! Schnitzel! Bleib liegen. Besser für dich. Bisschen Licht machen. Jetzt findet man die Höhle gar nicht wieder. Ich weiß, wo die war. Scheiße. Müssen wir am besten zu unserer Zweitbasis, ne?
Genau, an der Schlucht vorbei, dann rechts an Strand lang und dann irgendwo in der Wand. Mal gucken, ob wir das im Dunkeln finden, ey. Bisschen Musik, hebt die Stimmung. Aber mehr Stöcke können wir auch nicht mitnehmen. Am Wasser. Vögel wahrscheinlich, okay. Auf die habe ich jetzt ehrlich gesagt gar keinen Bock. Heißen Dreck, dann schwimmen wir. Dann schwimmen wir aber auf diese Riesenkannibalen. Ah, jetzt wird uns kalt. Die sind blau vor Kälte. Ah, die schneiden mir den Weg ab, die Wichsviecher. Ich glaube, wir rennen erstmal nicht zur Höhle, wir rennen zu unserem Paddelbötchen, schwimmen raus und wärmen uns. Sieht aus, als ob meine Arme blau sind, ne? Vor Kälte. Die sind auf jeden Fall dunkel. Hätte es jetzt nicht gedacht. Wir frieren uns den Arsch ab. Ja, wir frieren ganz dolle. Bewegung, 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 Bewegung. Hopp, 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 hopp. Ich würde sagen, damit wir auf Sicherheit sind, erstmal Paddelbötchen. Ging das? So, loslassen. Ja, ich lasse ja schon. Hör auf, Mensch. So. Feuer. Hier hängt nichts mehr zu essen. Schade. Essen wir mal ein, zwei Snacks. Jetzt wir in der Höhle gleich wieder was finden. So, geht's dir jetzt besser? Dann können wir ja quasi wieder ranfahren. Ach, jetzt bin ich hier ins Wasser gefahren. Die Kannibalen sind da hinten. Weit weg. Okay. So. Jetzt fängt sich, jetzt kommt hier die Frage, wo genau war das? Ich glaube hier vorne irgendwo in der Ecke. Da müssen wir ja sowieso die ganze Höhle irgendwie wieder langkraxeln, nur um wieder zu dieser Tür zu finden. Was hier gleich? Wenn wir gleich Fledermäuse hören, sind wir richtig. Mensch, auf Anhieb gefunden. Das gibt's doch nicht. Ich habe das eine Mal so lang gesucht. Fledermäuse kommt. Fledermäuse. Fledermäuse. Ihr wollt mich doch erschrecken. Hm. Spiel hakt. Keine Fledermäuse. Okay. Ach ja. Tennisball, Ärmchen, was man so braucht.
Jetzt geht's los. Kletterei. Na, Lagerfeuer haben wir hier auch noch. Dass diese Bretter wiederkommen, ist total bekloppt. War doch die nördliche Höhle, oder? Ich glaube schon, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Doch, ich war ja einmal drin und dann konnte man nicht tauchen. Ich glaube, das war das Problem. Weil dann haben wir ja was zum Tauchen gefunden. Und wir müssen irgendwie tauchen und dann kommen wir weiter. Drinks und immer noch ein paar. Und sogar alle mit. Hier gibt es wieder Stoff. Ich weiß, wir haben vielleicht schon über 200 oder so, aber ich hatte ja nicht umsonst mal eine Folge gemacht, die heißt Stoffmangel oder wo ist der Stoff? Gib mir Stoff, war das, glaube ich. Oder ich brauche Stoff. Egal, irgendwie so war das. Wie viel Stoff haben wir mittlerweile überhaupt? Ach, fast 400. Knappe Geschichte. Ah, hier, ich glaube, in den Dingern war nichts drin. Ne? Nur die beschriftet sind. Hier ist ein Dynamit. Und davon haben wir noch genug. Noch ein paar Fallen bauen sollen. Hier war das nicht. Okay, dann gehen wir doch mal hier runter. Also ich weiß wirklich nicht, es ist schon echt ein paar Tage her. Ich habe ja echt eine Pause machen müssen. Wegen Arbeit suchen und ja, bisschen Lärm für eine scheiß Prüfung, die mich nicht interessiert hat, aber ich machen musste. Aber egal. So, das ist nämlich echt schon ein paar Tage her und ich weiß nur noch, glaube ich, dass wir diese Tür, lass mal los, diese Tür, glaube ich, in der nördlichen Höhle war. Ich kann jetzt bloß nicht sagen, wo genau das in der Höhle war. Aber ich glaube, wir mussten ein Stück tauchen. Was ist los? So. Aber bisher, ich finde es gut, dass die Kannibalen nicht spawnen. Das würde mich echt abnerven, wenn ja wieder alles voll mit Kannibalen wäre oder... Genau, hier haben wir wieder ein Kunstwerk. Ach, hier war der Schrittzähler. Jetzt fängt schon an, mein Problem. Kann man da zoomen? Ne, es ist ein Ausgang da. Der Alkohol. Riegelchen, Riegelchen. Oh, wir haben genug Riegelchen gegessen. Dann essen wir nochmal ein. Und die sind wieder verschlossen. Fantastisch. Also das ist echt gut in diesem Spiel, dass diese Koffer immer wieder spawnen, geschlossen. Ist zwar ein bisschen unlogisch, aber sonst würde das Crafting-System nicht funktionieren. Oder sie hätten noch irgendwas machen müssen. Dass wir halt alles irgendwie nachbauen können. Ja. Folge den Tennisbällen. Gucken wir mal, ob das der richtige Weg ist. Oh, warte mal, Alkohol können wir nicht mitnehmen. Dann basteln wir uns nochmal einen Molotov-Cocktail. Zack, Alkohol sollte man nicht verkommen lassen. Stimmt, Benzin brauchen wir auch nicht. Noch ein Lagerfeuerchen.
Letzte T-Shirt. Kann man Tennis damit aufschlagen? Nein, Aufschlag! Ich glaube, das habe ich auch schon mal getestet. Das geht leider nicht. So. Das war eine Sackgasse. Hier ist Licht, brauche ich. So, hier ging es nicht weiter. Scheiße. Gut, ich würde erstmal Folgendes machen. Ich suche mal wieder die Tür. In der Zwischenzeit könnt ihr ja abonnieren, liken und so. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn wir die Tür öffnen. Wenn ich sie gefunden habe. Also haut rein. Bis dann. Ciao.